Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich habe einen Aura-Chirurg heute eingeladen, um mit ihm über die Altlasten unserer Seele zu sprechen. Ob es das gibt, haben wir die Altlasten oder haben wir nur Lasten aus diesem irdischen, jetzigen Dasein und inwiefern als Altlasten oder irdische Lasten uns belasten, das war ein Zungenwürger, hinsichtlich unserer weiteren Entwicklung, das ist die Frage der heutigen Sendung. Ganz herzlich willkommen, lieber Willi Bucherli. Danke, dass du da bist. Danke dir. Große Frage, hä? Kannst du die mit einem Wort schon beantworten? Nee. Also belastet uns letztendlich unser frühere Leben, falls wir die hatten? Hatten wir die? Aus deiner Sicht selbstverständlich. Ja. Gehst auch davon aus, dass unser Körper ein Zwischengefährt ist für unsere Seele und unsere Seele hier laufend immer wieder mal inkarniert. Und die Erlebnisse des Lebens, das ja einzige ist, was wir als Seele mitnehmen können. Also keine Materie, kein Geld, gar nichts, sondern eigentlich nur unsere Gefühle und Seele. Karma, kann man sagen, oder? Und inwiefern ist denn dieses ein Punkt innerhalb der Aura-Chirurgie zum Aufzulösen wichtig für unsere weitere Entwicklung? Also für mich persönlich ist es wichtig geworden, dass ich im aurischen Feld eines Klienten nachschauen kann, was hat er für Informationen oder was trägt er mit, eben gerade aus früheren Leben, weil es meistens früher ja mal passiert ist, habe ich dann das Problem oder ein ähnliches Problem im jetzigen Leben wieder. Kurzes Beispiel, ich hatte jemand, die Person ist früher ertrunken, hat im jetzigen Leben Angst vor Wasser. Aber ich habe sie dann gefragt, ja, wie ist es? Und dann hat sie gesagt, ja, ich bin im jetzigen Leben auch fast ertrunken. Ich wurde in letzter Sekunde gerettet. Ich bin auch im Wasser untergegangen. Oder? Und das sind dann so Prägungen, die wir eigentlich in uns tragen. Das sind Muster eigentlich. Und davon resultieren auch denn die Ängste. Auch Höhenangst, ist das auch so ein Muster, was man auflösen kann? Genau. Ist das Höhenangst, auch etwas Altes? Höhenangst ist immer was Altes. Das heißt, es hat eigentlich immer mit Absturz zu tun. Also die Personen, die Höhenangste haben, die wurden meistens mal entweder runtergestoßen von einem Kirchturm oder von einem Haus oder von einer Klippe, was auch immer. Oder? Und die haben dann das Leben verloren dabei. Also das ist ein Schockzustand, der Seele. Richtig in der Seele drin steckt. Genau. Wenn ich jetzt wieder inkarniere und ich habe jetzt auch diese Höhenangst, obwohl ich nie einen Grund hätte, Höhenangst zu haben, kommt eigentlich nur mein Unterbewusstsein wieder zum Tragen und sagt, hallo, stopp, ich halte dich vor etwas ab. Das heißt, frag mal eine Person, die Höhenangst hat, geh mal an den Rand hin von diesem Berg oder vom Kirchturm und guck runter. Die sagen, nur Meter, zwei vorher, sagen sie, du, das reicht. Ich habe schon gesehen, ich gehe es nicht. Und das hat eigentlich nur mit dem zu tun. Ich sage immer, die Angst ist eigentlich nichts Negatives. Es ist etwas Positives, weil es will meine Seele vor etwas Negativem bewahren. Das heißt, vor einem Absturz. Und jetzt in so einem praktischen Beispiel. Jetzt kommt jemand zu dir und sagt, ich habe Höhenangst. Mhm. Und jetzt? Und jetzt nehme ich die Person. Ich kann dir gleich ein Beispiel noch geben. Ich hatte einen Herrn aus München. Der konnte auf keinen Absatz von 10 cm stehen. Das war dem schon Panik pur. Auf einen Stuhl zu stehen oder auf eine Leiter zu gehen, das ging absolut nicht. Der hat sich geweigert. Ich habe ihm gesagt, er soll bitte mal auf den Stuhl stehen. Nee, geht nicht, kann ich nicht. Der hat sich dagegen gewehrt. Und ich habe dann angefangen aufzulösen. Also eine Auflösung geht dann eigentlich darin, dass ich die Person von diesem Absturz, bevor er abgestürzt ist, quasi rette, wegnehme und dadurch ihm diesen Druck vom Absturz entferne. Wenn ich das gemacht habe, vielleicht 1-2 Minuten, kann ich fragen, jetzt soll er sich mal vorstellen, er steht jetzt oder sitzt in einer Gondelbahn und guckt runter oder steht auf der Leiter oder was auch immer. Dann gehen die Leute in die Situation hinein, fühlen sich hinein und sagen, boah, ich spüre das nicht mehr, ich spüre die Angst nicht mehr, ist weg. Und dieser eine Herr, den habe ich das wegnehmen dürfen, es ging vielleicht 4-5 Minuten,
Ich hatte ein bisschen länger bei ihm, weil das war so tief verankert, diese Angst, weil es war eine Panik, echt eine Panik bei ihm. Der hat geschwitzt, wenn er nur auf etwas hätte stehen sollen. Dann ging es weiter, habe ich gefragt, wie er sich jetzt fühle. Oh, gut, habe ich gesagt, ich möchte mal gerne einen Test machen, ob er mir bitte mal auf den Stuhl stehen würde. Du, der hat ohne zu fragen, ist auf den Stuhl gestanden, stand hier und sagt, ja, ist gut. Seine Frau hat mich dann 2 Tage später angerufen und hat gesagt, Mensch, was hast du alles gemacht mit meinem Mann? Wenn ich ihn jetzt suche, suche ich ihn immer entweder auf einem Baum sitzend oder auf dem Dach, Hausdach. Er ist immer in der Höhe. Jetzt genießt er das Höhensein, oder? Mhm. Und das sind dann die Ängste, die weg wurden. Aber das heißt, ich konnte ihm ja nicht im jetzigen Leben sagen, du musst jetzt die Treppe raufgehen. Weil es gibt ja vielfach so Spiele, wo die im Fernsehen machen, wo sie die Leute in die Angst jagen und sie müssen da durch diese Angst gehen und dann wird's gelöst. Das ist der größte Humbug. Weil ich verletze die Seelen immer noch mehr. Mhm. Ich muss nicht mit Angst gehen. Dasselbe, wenn ich beim Psychiater sitze, was macht der gute Mann? Er geht in die Tiefe, er geht in die Wunde hinein. Rede mal von einem Problem und du wirst da hineingeführt. Das ist nie nötig. Ich muss doch nicht in die Wunde gehen, um etwas zu löschen. Im Gegenteil, ich mache es in 2-3 Minuten, ist es weg. Und der Mensch, der keine Ängste mehr hat in sich, oder? Der wird nie mehr Ängste haben. Das wird nicht mehr zurückkommen, weil er hat es abgelegt. Und daher muss ich nicht in die Angst gehen und das suchen zu verändern. Ich habe schon öfters von solchen Menschen gehört, wie jetzt auch von dir, wo einfach eine Begabung haben, um anderen Menschen Muster aufzulösen, wie jetzt mit diesem Herrn. Ich finde, das ist ein unfassbar schönes Erlebnis, was du da schilderst. Ich nenne es nicht mal eine Gabe. Das kann wirklich ein Kind lernen. Mhm. Du musst nur wissen, wie. Und das vermittle ich weiter den Menschen. Ich vermittle es an meinen Symbolseminaren. Mhm. Am 2. Tag von meinem Symbolseminar kannst du Ängste auflösen, kannst du Glaubenssätze befreien. Und wie viele Menschen haben Glaubenssätze, die uns hinderlich sind? Wir sind uns dessen wahrscheinlich oft nicht bewusst, sondern wir leben sie einfach, ohne zu reflektieren, oder? In Bezug auf der Suche nach dem Sinn des Lebens in diesem Format drin, inwiefern ist es denn sinnvoll für uns Suchenden, aktiv sich mal mit einem Menschen wie dir zusammenzusetzen und zu schauen, ob man irgendwelche alte Muster auflösen kann, die ich selber nicht sehe? Ich meine, es ist für jeden Menschen ein Geschenk, wenn er das auflösen kann. Es gibt Menschen, da habe ich vielleicht 20, 30 verschiedene Muster, die ich lösen darf. Und dann habe ich andere Menschen, aber da habe ich 2, 3 Muster. Mhm. Und dann ist es schon erledigt. Das heißt, man spürt dann auch, oder ich spüre es dann auch, wenn ich mit den Menschen rede, dass die freier sind als andere. Mhm. Und welche, die sehr viele Muster in sich tragen, die haben dann Probleme, eben auch sich im jetzigen Leben zurechtzufinden. Weil wir rennen eigentlich immer wieder die gleichen Türen ein. Mhm. Und wir werden immer wieder vor den Kopf gestoßen und sagen, ja, warum ich? Auch ich habe das erlebt in meinem Leben. Ich wollte viele Sachen nicht sehen, bis ich dann wirklich ganz unten durch musste. Mhm. Ja, das kennen wir alle, diese berühmte Faust aufs Auge. Und der Sinn im Leben, jetzt sagen Sie mir gerade noch, ich soll die kleine Story erzählen. Ich war mal an einem NLP-Seminar und da sind wir auf einer Zeitlinie zurückgegangen, weil wir irgendein Wort auflösen wollten und wollten sehen, wo ist das zustande gekommen. Und dann normalerweise waren alle bis vor der Geburt, 2-jährig, 3-jährig, 5-jährig, haben sie dann gesehen, da war der Auslöser. Und ich habe gesagt, nein, ist nicht hier. Ich muss weiter zurück. Und ich bin auf dieser Zeitlinie zurückgegangen, hinter meine Geburt. Und ich bin dann in eine Zwischenwelt gekommen, wo ich Bilder gesehen habe, wo ich gehen durfte, in ein Haus reingehen oder in den Saal reingehen durfte. Und da waren lauter Seelen da gestanden mit weißen Kleidern. Und ich habe gedacht, was soll ich da? Ich habe nur gewusst innerlich, ich muss da hineingehen. Und dann habe ich gehört, dass die verschiedene Leben erzählt haben da vorne. Und der eine hat gesagt, wer will das Leben? Hat der eine aufgegeben, das nehme ich. Und der andere gesagt, ich nehme das. Und dann kam ein Leben mit, eben auf die Erde zu kommen, Menschen halt zu helfen. Da habe ich gesagt, Mensch, das geht mich an, aber ich will gar nicht. Ich will nicht.
Er wollte mich verstecken hinter den anderen und dann kam schon einer, der Geiz, nach vorne und hat gesagt, steh auf, es geht dich an. Und da habe ich gesagt, aber ich will nicht. Habe mich gewehrt und da hat er gesagt, doch, du musst. Und mein Problemwort war müssen, weil ich musste arbeiten, ich muss gehen, ich muss. Ich habe immer gesagt, ich muss es tun. Ich habe nie gesagt, ich gehe arbeiten, also mit Freuden arbeiten. Nein, ich muss arbeiten. Und da habe ich erkannt, ich musste mein jetziges Leben annehmen, um zu gehen. Wurde dann von einer anderen Seele begleitet, die haben mir meine Eltern gezeigt. Ich war plötzlich im Schlafzimmer von meinen Eltern und die lagen im Bett. Und da hat es geheißen, ja, jetzt wird dein Körper gemacht. Und es geht eine gewisse Zeit und ich bringe dich dann zurück, wenn es dann soweit ist. Dann waren wir wieder weg. Und plötzlich kam der wieder. Ich habe dann nur die Szene einfach ganz reell erlebt, wo sie gesagt haben, jetzt ist Zeit, jetzt müssen wir gehen. Mhm. Und der ist mit mir gegangen und plötzlich macht es wie Flutsch. Und ich war im Körper meiner Mutter drin. Und dann war das so ein unheimlich schönes Gefühl, in diesem Mutterleib zu sein. Es hat gegluckert und so spacey Musik habe ich fast gehört. Und da habe ich gesagt, wow, hoffentlich kann ich noch lange da drin bleiben. Und kaum habe ich es gedacht, wurde ich schon geboren. Das heißt, also meine Seele hat kurz vor der Geburt erst den Körper übernommen. Und das ist immer ein Trugschluss, dass wir glauben, ein Baby kommt auf die Welt und ist aber schon 9 Monate im Bauch drin von der Mutter und es lebt schon voll. Es lebt noch nicht, weil die Seele ist noch nicht drin. Der Körper reagiert, ja, voll, umfänglich. Und darum gibt es Totgeburten. Eine Totgeburt, obwohl der Körper fähig wäre zu leben, hat aber die Seele nicht erreicht. Oder? Und ich bin dann geboren worden mit einem Handicap und ich habe mal die Hebamme, das Bild gesehen von der Hebamme, wo sie mich genommen hat, im Arm getragen hat und mir gesagt, ach, schauen Sie, Herr Doktor, schauen Sie den armen Knaben an mit seinem Füßchen, weil ich hatte einen Klumpfuß. Und haben sie gesagt, wie sagen wir es seiner Mutter? Weil meine Mutter ist ohnmächtig geworden in meiner Geburt und konnte nicht. Und ich als Baby habe das alles gehört, jedes Wort. Ich weiß noch, wie die Hebamme ausgesehen hat und wie der Arzt ausgesehen hat. Und dann wurde ich weggenommen, wurde dann gewaschen und dann war es weg. Aber ich habe dann alle diese Schritte gesehen und dann habe ich gewusst, ich muss nicht mehr. Ich habe mein Leben jetzt genommen, ich habe es akzeptiert. Hm. Und jetzt muss ich nicht mehr kommen. Hm. Auf jetzt. Ich habe es ja schon. Hm. Oder? Und dann war das Wort weg. Und jetzt kann ich mich fragen, was ist der Sinn des Lebens? Oder? Wo sind die Muster im Leben? Also wir alle haben doch eine Zwischenwelt, wenn wir gegangen sind und wiederkommen, sind wir in dieser Zwischenwelt, wo wir existieren. Oder? Nur wir sind uns nicht bewusst. Und wir kommen dann als Blinde wieder auf die Welt. Und ich habe mich natürlich vielfach mit solchen Fragen auseinandergesetzt. Und ich hatte eine Zeit lang sofort Kontakt mit Jesus. Und ich konnte mit ihm 1:1 reden. Und dann habe ich irgendwann gesagt, hey, was ist eigentlich der Sinn? Warum bin ich hier? Oder? Und dann kam die Antwort, ja, ihr seid Menschen hier, weil ihr die Selbstliebe leben solltet. Oder? Und ich konnte ihn dann immer Fragen stellen und er hat mir dann die Antworten gegeben. Und der Sinn des Lebens, ja, der ist tiefgründiger, als dass wir annehmen. Mhm. Weil unsere Seele ja diesen Prozess der Weiterentwicklung macht. Aber nicht des Älterwerdens. Oder? Die Seele wird nicht älter. Die ist einfach. Ich möchte gerne nochmals zurückkommen auf diesen Punkt, ob wir aktiv den Beitrag dazu leisten sollten, unsere Altlasten auf unsere Seele, die unsere Seele schultert oder mitnimmt, aufzulösen. Und das kann ich natürlich über Menschen, die mir helfen, wie zum Beispiel du eine bist, aber gibt es auch eine Fähigkeit, eine Möglichkeit, selber daran zu arbeiten? Oder diese Muster zu erkennen? Wie reflektiert sich das mir? Es ist meistens natürlich immer schwieriger, an dir selbst zu arbeiten. Mhm. Also ich merke es bei mir auch. Für andere erhalte ich sofort Informationen, sehe das oder kann mich hineinfühlen, bekomme dann die Worte ins Ohr gelegt. Und für mich selbst ist manchmal schwierig, ich schlage den Kopf selber an. Und dann sagen mir, oder meine Partnerin sagt dann plötzlich, hey, ich habe dir das schon lange gesagt, ändere das. Aber ich wollte es dann nicht wahrhaben. Und sagt sie, siehst du,
Und jetzt hast du das. Und das kommt mir bekannt vor. Ja, und das ist das Verrückte, weil wir kriegen uns meistens selbst, wir stellen uns selbst etwas ins Abseits. Aber eben, wenn ich lernen kann, meine Seele zu spüren und ich weiß, wer ich bin, dann habe ich viel mehr Zugriffe auf all die Informationen. Mhm. Oder? Und dann kann ich mich auch fragen, ist es das, ist es jenes? Und dann erhalte ich auch Informationen. Mhm. Und da muss ich halt schauen, wenn ich niemanden habe, der mir das wegnehmen kann, wie mache ich das dann? Ja, wie, genau. Das ist eben auch meine große Frage. Wir hatten das schon mal in einer anderen Sendung diskutiert miteinander. Und das ist eben das Problem. Man hat das Bedürfnis. Auf der anderen Seite ist es schwer, einen vertrauensvollen Menschen zu finden, um sich wirklich hinzugeben und zu sagen, schau mal. Mhm. Und aus diesem Grund eigentlich habe ich auch mir gesagt, ich möchte das, mein Wissen weitergeben. Mhm. Und ich möchte Leute ausbilden, die bereit sind dazu, diesen Weg gehen zu wollen. Mhm. Ob es Medizinalpersonen sind oder ob es private Personen sind, spielt im Grunde keine Rolle. Es gibt einfach gewisse Handicaps, sei es von der Anatomie her, dass die Person einfach das erkennen muss. Aber ansonsten gibt es keine Hindernisse, weil keiner ist besser oder schlechter. Wir sind alles Seele, wir sind alles Menschen. Ich meine, besonders prädestiniert, das Wort kann ich nicht aussprechen, lassen wir das nochmal, besonders Ärzte oder Therapeuten, die mit Patienten arbeiten, wären ja eigentlich in dieser Sicht her hervorragend geeignet, einen Patienten wirklich abzuholen, wo er steht und ihn zu begleiten zu einer neuen Sichtweise. Hast du schon solche Leute, die zu dir kommen aus der Medizinbranche und sich ausbilden lassen? Ja, ich hatte einen Arzt aus Deutschland, der kam und hat gesagt, weißt du, das, was du machst, ich habe gehört und ich will das einfach lernen. Und das war lustig, dieser Mann, also dieser Arzt, war sehr oral, was immer auch bedeutet, eine Oralität. Das heißt, er wollte immer noch mehr wissen. Oder? Und er hat mich gelöchert, er hat alle anderen Teilnehmer gelöchert und alle haben gesagt, wenn der den Mund aufgemacht hat, ach, nicht schon wieder, oder? Weil der klaut uns die ganze Präsenz, oder? Mhm. Und er war dann irgendwann in einem Heilseminar dabei und er hat sein Herz zurückgehalten. Sein Herz hat gefehlt, energetisch. Und ich durfte ihm das zurückgeben und kaum hatte das Herz drehen, plötzlich guckt er mich an und sagt, hey, schau mal die Frau an, die hat doch das und das und das in ihrem aurischen Feld. Jetzt hat er von einer Sekunde auf die andere hat er gesehen, angefangen zu sehen, zu spüren, und es war alles richtig. Und am Schluss hat er mir noch eine Lektion erteilt, als er das nächste Mal nochmals kam, hat er gesagt, ja, seit ich das habe und ich meine Guides sehe, meine Helfer sehe, ich mache gar nichts mehr, ich lasse die arbeiten. Ich sage, mach bei dem das und das und bei dem das und das. Und die arbeiten an dem, die warten ja drauf. Und er muss gar nichts mehr tun. Und er hat so Fortschritte gemacht, ist aber dann leider mal ganz plötzlich verstorben. Aber das war so ein Phänomen, dass dieser Mensch sich so geöffnet hat durch nur ein etwas zurückgehalten aus einem fremden Leben, was er nicht mehr hatte. Das Herz, obwohl er hat ein Herz, sonst könnten wir kein Blut verteilen. Ich weiß, was du meinst. Aber es geht um dieses Energieherz und es geht eigentlich immer um die Energien, die wir in uns tragen. Oder? Und wenn ich eben das Glück habe, dass ich immer an solche Wunder herangeführt werde, wo ich erleben darf, das bestärkt mich immer mehr in meinem Tun. Und ich sage, hey, ich weiß, die geistige Welt will, dass ich etwas verteile, dass ich etwas verbreite. Und das tue ich jetzt. Und das ist auch mein Ziel, dass ich einfach viel, viel mehr Menschen berühren darf mit dieser Ausbildung, dass die nachher, wenn sie im Leben stehen, wirklich viel, viel bewegen können, für sich oder für andere. Also da kann man tatsächlich als ausgebildeter Vater oder Mutter diesbezüglich in der eigenen Familie unterstützend eingreifen, helfen, diese Muster aufzulösen. Weißt du, und die Leute verstehen ja schon viel mehr, wie viele Kinder sind hellsichtig, wenn sie heute geboren werden. Mhm. Die haben ja den direkten Draht alle. Wenn ich zurückdenke, in meinem Alter, da wollte die Zeit nicht vorwärts gehen. Ich habe immer in der Schule gedacht, Mensch, wann ist endlich wieder mal Ferien? Das hat und hat nicht hören wollen, die Schule, oder? Aha. Und heute sagen die Kinder selbst, hey, schon wieder Ferien. Das geht ruckzuck, oder? Mhm. Weil wir haben ein anderes Schwingungsfeld und die Schwingung erhöht sich immer mehr und wir haben eine so starke Erhöhung. Drum ist auch die Öffnung der Kanäle, Schwingungskanäle ist da.
bei den Kindern. Und die sehen viel mehr als die Eltern. Aber die Eltern, die das nicht glauben, sagen, hör doch mal auf mit dem Quatsch. Ja, ich glaube auch, dass es nicht nur die Kinder betrifft, sondern ich denke, vor 10, 15, 20 Jahren konnte man vielleicht jetzt mit diesem Gespräch nur 4 Menschen von 100 abholen. Und heute bin ich schon der Meinung, dass 20 von 100 wahrscheinlich aktiv zuhören und sagen, das ist schon interessant, was die zwei Herren da reden. Wie siehst du das? Ich glaube, es sind sogar schon mehr, weil ich sehe es ja bei mir, wie viele Personen jetzt kommen mit den Fragen oder Hinterfragungen, was da ist und wie kann ich das verändern. Ich habe nur gehört und ich möchte einfach mal sehen, was ist bei mir, was läuft da bei mir, weil ich möchte es loswerden. Mhm. Ich habe gerade gestern ein WhatsApp erhalten von einer Klientin, die war letzte Woche da, und die hat gesagt, ich freue mich so, dass ich nochmals zu dir kommen darf. Es hat sich so viel verändert. Und das nach 2-3 Tagen. Also die Leute spüren das. Ja, du hast mir auch ein Foto gezeigt. Ja, das war relativ ein Gesicht, was sehr, sehr männlich ausgesehen hat, auch von dem Ausdruck, von den Augen. Und dann wirklich ein anderes Bild von ihr, gleichen Kleider, allem drum und dran. Also man sieht, das ist wirklich, kann nur Minuten sein. Und dann war da plötzlich ein ganz anderer Mensch drin, hatte ich das Gefühl bei diesen Fotos. Genau, und da bin ich auch mal vor 3 Jahren aufgestoßen, weil mir die geistige Welt gesagt hat, bei einer Klientin, schau mal, ist sie ein Mann oder ist sie eine Frau? Da habe ich gesagt, was erzählt die mir da oben? Klar ist das eine Frau, ich sehe doch, dass sie eine Frauenperson ist. Ja, schau mal nach. Ich habe dann kinesiologisch nachgetestet. Ich habe gesagt, sag mal deinen Namen. Du warst nicht. Hat es gesagt, heißt nein. Und dann habe ich gesagt, ja, sag mal einen Männername. Da hieß es ja. Und dann habe ich gestaunt und habe gesagt, hey, was soll ich jetzt? Jetzt weiß ich es, dass es ein Mann ist, energetisch, in einem Frauenkörper. Aber was soll ich damit? Und dann kam die Antwort, ja, geh über das innere Kind und schau, dass du es wechselst. Habe ich dann gemacht. Ich habe es relativ lang gebraucht. Und heute geht es 2 Minuten, ist die Person verändert, umgepolt. Und ein weicheres Gesicht ist sofort das Ausdruck da. Das haben wir heute ja auch experimentell mal vor der Drehaufnahmen hier mal gemacht und haben das 1:1 gesehen. Das müssen wir mal dokumentieren und den Zuschauerinnen und Zuschauern mal zeigen, was also wirklich möglich ist, innerhalb von wenigen Minuten für eine Veränderung am Menschen zu bewirken. Ja, und nicht ich bin der, das verändert. Das macht immer die Person. Ja, das heißt, ich bearbeite keine Person, ich manipuliere nichts. Es ist immer die Person, die den Heilungsprozess selbst auslöst. Aber das war so spannend für mich zu sehen, weil heute kann ich Personen anschauen oder auch meine Partnerin, die sagt, ach schau mal, das ist ein Mann oder das ist eine Frau. Sie hat den Blick jetzt auch schon, weil sie war selbst auch mal ein Mann energetisch und ist heute eine Frau und sie lebt diese Weiblichkeit enorm. Oder? Und es macht Spaß eben zu sehen, dass ich die Menschen an ihren Urzustand zurückbringen kann, wo sie eigentlich gewählt haben zu sein. Oder? Ich brauche keine Kontrolle zu haben, ich muss nicht alles immer organisieren, das ist Männlichkeit. Oder? Aber viele Frauen machen das. Oder sagen, ja, meine Frau macht das Geld. Es heißt nicht, dass die Frauen das Geld nicht machen sollen, aber ein Mann, der explizit sagt, das macht alles meine Frau, das ist mit Sicherheit eine Frau. Oder? Sind Männer gegen Frauen und die Frauen sind Männer. Das heißt, oder zum Beispiel, Sie können sich mal überlegen, wo schlafen Sie neben Ihrem Partner? Links oder rechts? Und wenn eine Frau da ist, wo ein Mann ist, dann sagt sie meistens, ja, mein Mann liegt hier auf der linken Seite. Dann weiß ich, ja, typisch, oder? Die linke Seite ist die männliche Seite oder die rechte Seite vom Klient, wenn er im Bett liegt, ist die männliche Seite, links ist die weibliche Seite. Wenn ich jetzt aber als Mann auf die weibliche Seite liegen gehe, dann habe ich während 6, 7, 8 Stunden, wo ich schlafe, habe ich die Energie der Weiblichkeit, die es mir auflädt. Und die Leute staunen dann und sagen, ja komisch. Und auch letzten Jahr habe ich immer gesagt, ja seit ich gewechselt habe, spüre ich den Unterschied. Ich fühle mich besser. Ich fühle mich stärker. Ja, es ist faszinierend, mit dir zu sprechen. Die Welt ist viel größer, als wir denken und viel, viel, viel schichtiger. Aber die Zeit ist schon wieder vorbei, lieber Willi. Ich muss ein Ende finden mit einem herzlichen Dank an dich, dass du uns hier nochmals
Anregungen gegeben hast und ganz klar das Ja betont hast, dass wir als Seele inkarnieren und natürlich immer etwas, einen Rucksack mittragen von Dingen, wo sinnhafterweise dabei sind, aber auch sinnhafterweise aufgelöst werden sollten, wenn man einen Menschen findet, wie dich zum Beispiel, wo einen da unterstützt. Ganz herzlichen Dank, lieber Willi. Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, wir haben Ihnen hier eine neue Sichtweise, eine weitere Sichtweise, eine Anregung übermitteln dürfen, wie man die Welt auch sehen darf, zurecht sehen darf. Und vielleicht ist es für Sie ein Thema eines Tages, sich auch mal damit auseinanderzusetzen. Ich wünsche Ihnen dazu viel Spaß bei dieser Entdeckungsreise. Viel Freude, viel Glück und alles Gute. Danke fürs Zuschauen. Wiedersehen miteinander.